Und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect 3 mit mir, dem Punkt mal wieder. Haha, endlich geht's weiter. Ich habe noch mal ein paar kleine Soundeinstellungen angepasst und ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt nicht zu leise ist. Aber wir schauen einfach mal. So. Commander, Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen Okay. würden, der Rat tagt bereits. Was ohne Wir uns? haben unsere Einfach eigenen so. Probleme. Es gibt nicht nur die Erde. Aber die Erde war der erste Moment. überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Laut Ihren Berichten. Seit wann ist Udina denn der Ratsherr? Ich dachte. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Von den Reapern. Warum ist jetzt Und das ist wieder. Erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Habe ich irgendwie was verpeilt Die schon wieder am Situation Anfang? Ist für uns alle ähnlich. Die Reaper stehen bereits vor unseren Grenzen. Wenn wir ihnen und der Erde helfen, fallen unsere eigenen Welten. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Wir sollen ihnen also zur Erde folgen? Glauben Sie denn wirklich, dass wir mit vereinten Flotten die Reaper besiegen können? Natürlich, natürlich. Ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Wofür ein Bauplan? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Fähig zur Zerstörung der Reaper? Es sieht so aus. Die Ausmaße sind wie ein gewaltiges Unterfangen. Nein, ich habe die Pläne Admiral Hackett geschickt. Die verbliebene Flotte der Menschen sammelt bereits Ressourcen für den Baubeginn. Ersten Kalkulationen zufolge ist der Bau durchaus machbar. Wenn wir zusammenarbeiten. Aber die Reaper haben die Proteaner doch vernichtet. Was hat ihnen die Waffe also genutzt? Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier, etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Oder auch was anderes fehlt. Damit können die Reaper besiegt werden? Wir können es versuchen, ne? Es ist jedenfalls besser als herumstehen und diskutieren. Und trotz meiner Probleme mit Udina muss ich ihm recht geben. Wir müssen zusammenhalten. Jetzt mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Das stimmt, das stimmt. Tod den Reapern. So beklemmende Stille. Es ist doch so. Immerhin können wir uns noch vorbereiten, solange die Reaper sich auf die Erde konzentrieren. Wir halten einen Gipfel unserer Spezies ab. Wenn wir unsere eigenen Grenzen sichern können, erwägen wir, ihnen erneut zu helfen. Tut mir leid, Commander. Mehr können wir nicht tun. Aber wie wollen die denn ihre Grenzen gegen die Reaper sichern? Shepard, diese doch. Kommen Sie in mein Büro. Oh, jetzt kriegen wir Ärger vom Chef. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Es geht so schnell als aufeinander. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können die so blind sein? Sie haben Angst und kümmern sich nur um sich selbst. Unser ganzes Volk hat Angst. Und wir passen auf, so gut es geht. Ratsherr! Ich kann Ihnen zwar nicht geben, was Sie brauchen, Commander, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Primarch Fedorian wollte den Gipfel, aber als die Reaper Pelevin angriffen, riss der Kopf. Das Treffen geht ohne ihn nicht weiter. Die Normandy ist eins der Schiffe, die den Primarch unentdeckt rausholen können. Wir haben sie gewarnt, oder ist sie nicht, wie das Alter hilft? Ich habe sie gewarnt, wir haben es 10.000 Mal gesagt, die Reaper kommen und keiner hat uns geglaubt. Ich habe sie davor gewarnt und sie blieben untätig. Darüber sprechen wir lieber ein andermal. Aber die Teilnehmer dieses Gipfels entscheiden über unsere Zukunft. Wo unsere Flotten eingesetzt werden und gegen wen. Ein dankbarer Primarch wäre eine große Hilfe bei dem Versuch, uns zu einen. Wir sind im Krieg und ich soll Politiker spielen? Ist doch egal, wenn sie kriegen, was sie wollen. Angeblich wurde der Primarch in eine Basis auf dem größten Mond von Pelevin gebracht. Mehr kann ich nicht tun. Der Rest liegt bei Ihnen. Na super. Da wäre noch etwas.
Ich soll Ihnen im Namen des Rats mitteilen, wir halten Ihren Spectre-Status aufrecht. Yes, oh, und das Sie werden wir auch schon. Diverse Ressourcen erhalten. Yes, 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 yes. Lief ja großartig. Also die erste Zeremonie war noch ganz groß. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Das erste Mal zu Spectre wurden, da war es ja so, wow, und hier, und guckt mal da, und der erste menschliche Spectre. Beim zweiten Mal war es schon so, über Telefon so, ja, du bist wieder Spectre. Und jetzt? Ja, ach, übrigens. Das wird ja immer schöner hier. Oh, hey. Wow. Was ist das denn unten? Einfach so mitten im Wasser, so ein Terminal oder was soll das sein? Schön. Hat sich wieder ein bisschen gebessert, ne, seit Mass Effect 2. Vielleicht können wir jetzt ja sogar ein bisschen hier rumgehen wieder. Immerhin kennen wir ja schon den Raum vom ersten Mal, wo wir eben gerade den Rat vor uns hatten. Und wir sprechen einfach mit Udina. Was hat Udina noch so zu sagen? Sie haben ihr Leben gerettet. Und wofür? Ausreden und immer wieder später vielleicht. Ja, wenn uns nichts einfällt, wird später vielleicht auf einem Massengrab mit 11 Milliarden Opfern stehen. Ich weiß, was ich tun werde. Was werden Sie tun? Die Menschheit hat in der Galaxie ein paar Gefallen gut. Und die fordere ich jetzt ein. Ich beschaffe Finanzhilfen und Material. Unsere Botschaft lautet, wer den Menschen hilft, hilft sich selbst. Wow, tada. Ich führe in den Kolonien die Militärpflicht ein. Bewaffne alle zivilen Schiffe und lasse ohne Pause an dem Proteanergerät arbeiten. Das klingt gut, ja. Was Neues von der Erde? Es kommen ständig Meldungen. Alle schlecht. Die Reaper zerstören Satelliten und alte Nuklearraketensilos. Zusammen mit allem anderen, das uns helfen könnte. Wir haben ein paar Quantenverknüpfer auf die Kontinente verteilt. Aber sonst gibt es keine Kommunikation. Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Tevos ist diplomatisch und kompromissbereit. Aber sie verteidigt den Asari-Sektor wie ein Muttertier. Valern ist überfordert. Die Salarianer siegen gern bevor der Krieg beginnt. Und jetzt haben sie Angst. Nutzen sie das aus. Okay. Und Sparatus, nehmen sie, was er anbietet. Schon seltsam, wenn gerade die Turianer den Menschen am wenigsten feindlich begegnen. Das stimmt allerdings. Ansonsten waren die immer so richtig schön arschig zu uns, vor allem er, ne? Aber vielleicht ist er auch hinterhältig, vielleicht ist er ja schon indoktriniert oder sowas. Wer weiß. Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Option, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Okay. Anderson wäre stolz, sofern sie liefern kann. Wie sieht es damit aus? Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lassen kann. Sehr gut. Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja, an ihren sinnlosen Tod zu denken ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments perdu. Ich brauchte eine zweite VI, nur um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist? Schon merkwürdig. Man vermisst etwas, wenn man es nicht mehr hat. Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Erst dann wird man darüber im Klaren, wie wichtig es einem doch war. Mein Lebensalltag. Irgendwas, was man routinemäßig die ganze Zeit gemacht hat, fällt auf einmal weg. Naja. Aber wir haben wieder Kontakt zu unseren Spectre-Ressourcen. Ist ja jetzt was Neues dazu gekommen, dass wir hier awesome. Was aber nicht schön ist. Spectre-Terminal, nichts Neues. Immer noch genauso teuer. Ich dachte, wir kriegen jetzt vielleicht einen kleinen Rabatt oder sowas. Das wäre doch cool. Das wäre doch wunderbar.
Oh Mann, das Rad sich so dermaßen ziert jetzt schon wieder. Wir haben es ja schon 10.000 Mal gesagt, die Reaper kommen und nichts wurde unternommen. Und jetzt, wo es vor der Tür steht. Commander, ich versuche immer noch Ordnung zu bewahren. Ja, okay. Aber die Schlacht. Nichts Neues. Ja. Aber jetzt, wo sie vor der Tür stehen, ne, dann so, oh nein, wir kümmern uns lieber um uns selbst, anstatt hier zusammenzuhalten. Ne? Das ist ja so typisch. Typisch ratsmäßig. Guten Morgen. Commander Shepard, Commander, die Leute von der Allianz haben Fragen. Wenn das mal nicht klar war, dass wir nochmal mit ihr reden dürfen. Na, gucken wir nochmal, was sie zu sagen hat. Commander Shepard. Kalisa bin Sinan al-Jilani. Mal wieder. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz... Ich habe genug von Ihrem Schmierenjournalismus. Sie wollen... Kopfnuss. Sie sind wütend, wie ich sehe. Aber ich bin hier, um der Erde zu helfen, nicht um ihre Fragen zu beantworten. Lassen Sie es. Das musste einfach sein. Ich mag sie sowas von überhaupt nicht. Sie ist so eine typische Schmeißfliegen-Reporterin. Zweimal hat es mit dem Schlag funktioniert und beim dritten Mal musste der Kopfnuss her. Finde ich gut. Oh, hier haben wir ja den, keine Ahnung, wie heißt er nochmal. James, genau. Hey, Commander. Liara sagt, der Rat sei nicht daran interessiert, uns zu helfen. Sowas in der Art. Warum sollten sie auch? Sehen Sie sich um. Hier gibt es keinen Krieg. Die Leute flüstern darüber, reden darüber, aber sie glauben es nicht wirklich. Ich nehme an, Sie sind zum ersten Mal hier, bei der Elite der Galaxie. Ich war schon auf der Citadel, aber noch nie hier oben auf dem Präsidium. Es ist nicht richtig. Hübsch, ruhig und friedlich, aber nicht richtig. Es ist alles nur eine Illusion. Es war friedlich. Früher. Wirklich? Und wenn's eng wird, ziehen sie sich zurück wie die Schildkröten. Und hoffen, dass es sie nicht trifft. Ja. Das ist ihnen lieber, als sich der Wahrheit zu stellen. Aber das ist ja schon uns seit dem ersten Teil bewusst, dass die das so machen. Ich kann es ja selbst kaum glauben. Als wäre das auf der Erde alles nur ein Albtraum. Ja. Und genau das ist das Schlimmste. Dieser Ort will, dass wir vergessen. Wollen Sie immer noch zurück zur Erde? Ja, verdammt, aber... Aber? Sie hatten recht. Genau wie Anderson. Allein schaffen wir es nicht. Außerdem ist es schon schwer genug, diese Pendejo-Politiker zu überreden, damit sie uns helfen. Und ich zieh's durch, was es auch kostet. Freut mich zu hören. Ich gehe runter in die unteren Ebenen. Da findet noch echtes Leben statt. Wenn Sie mal frei haben, können Sie mich ja besuchen. Vielleicht mache ich das. Mann. Die haben ja viel zu reden über sinnloses Zeug. Und dann es läuft, fährt doch draußen noch ein Krankenwagen. Und ich hoffe mal nicht, dass man die Sirene gut gehört hat. So. Weil ich weiß, dass es Mikro ein bisschen empfindlich ist. Ja, gucken wir doch mal bei Kaidan vorbei. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Bevor wir die Citadel wieder verlassen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben gar nicht so große Entscheidungsfreiheit hier in letzter Zeit. Ja, das ist irgendwie ein bisschen zusammengeschrumpft. Nichts Neues. Oder können wir bei Kaidan immer noch nicht rein? Wir müssen ihn ja auf dem Laufenden halten, auch wenn er komatös schläft. Nein, das ist immer noch zu. Hä? Spannern? 3 Doktoren, 1 Patient. Okay. Ich glaube, Kaidan ist ja gut aufgehoben. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück zur Normandie. Und vielleicht können wir ja dann mal nächste Folge mal ein bisschen die Normandie erkunden, wenn wir jetzt... in Häkchen Handlungsfreiheit haben. Bis jetzt habe ich auf jeden Fall noch nicht viel gesehen, muss ich leider sagen. So, Normandie. Nein, wir wollen zu Normandie. So, dahin rüber. Und ich sehe, dass vielleicht kommen wir ja noch ein paar mehr Möglichkeiten, wo wir hingucken können. Ich glaube noch nicht, dass das alles war, aber ich lasse mich überraschen. Das Spiel hat gerade erst angefangen und es lohnt sich noch nicht, jetzt darüber zu urteilen. Hier läuft ein Creeper, Creeper lang. Und zurück zur Normandie. Jawohl, da wollen wir hin. Hä? Was ist das denn? Das ist bestimmt ein Traum. Wie soll man denn sonst so plötzlich hier hingekommen sein? Da vorne ist der Junge.
Was zum... Was geht hier vor? Na gut, das seht ihr dann aber auch erst im nächsten Part wieder bei Mass Effect 3 mit mir, dem Punkt. Tschüssi.